Hatte ich das nicht beim letzten Mal sogar gesagt, dass ich es machen wollte nach den, also zwischen den Folgen? Irgendwie? Hab's aber nicht gemacht. So, der Totenkopf füllt sich. Das ist ja toll. 19 Uhr. Und wir wollten noch nach Waffen gucken, hä? Sollte ich vielleicht mal machen. Den Baumstamm würde ich noch mitnehmen und dann gucken wir mal nach Waffen. Gucken, wie viel der gibt, ob der 3 Baumstämme gibt. Und wir haben wieder ein Level up. Ich höre jemanden. Ach da. Der hat uns aber noch nicht, der hat uns noch nicht auf dem Schirm. So, warte. Weil die Stange hier, die hält auch nicht mehr viel aus, wenn ich das richtig sehe. Unten am Bildschirmrand, die ist schon gelb. Das ist jetzt natürlich blöd, was ich da gemacht habe, aber... Ha! Ha! Siehst du? Hu! Ha! So, wir haben ein Messerchen in Blau. Wir haben... Was haben wir denn Waffenmäßiges? Wir haben... Achso, eine Spitzhacke. Ja, okay. Ich würde nochmal Holz ein bisschen herstellen. Oh, 6 Stück reicht sowieso nicht mehr für irgendwie etwas, aber... Naja, gut. Jetzt haben wir die linke Seite fast gar nicht verteidigt. Kann ich durchs Fenster? Nee, ne? Ah, ich kann hier rauf. Das ist ja supi. So, warte mal. Oh, uns fehlt schon wieder irgendwas. Nein, Seil. Okay, komm. Was soll der Geiz? Egal. Was? Ist mit ihm? Ja, da fällt er weg. Aber mittlerweile droppen die nicht mehr immer was, ne? Oh nein, uah. Wir sind mittlerweile irgendwie ein bisschen sparsam, was das angeht. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir erstmal ein bisschen unser Inventar leer. Wenn wir noch irgendwo was reinpacken können überhaupt. So, warte mal. Orange, Essig. Bisschen Leben. Gibt keine Energie. Ich frage mich, was Energie noch gibt. Ah, Fleisch. Ah, wo kann ich das brutzeln? Ich habe nichts zum Braten, ne? Ich müsste mal irgendwie essen und so. Ja, dann. Kleiner Stein. Das da rein. Ist das Gummi? Okay. Gummi, Gummi, Gummi. Samen hatten wir schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, hier ist auch Gummi drin. Moment. Halt, stopp. Hallo? So, warte. Da ist das Gummi. Das heißt, das Gummi kommt auch wieder da rein. Alte Handschuhe. Kann ich die anziehen? Tatsache. Benzinkanister, haben wir schon 27. Samen, haben wir schon 52. Holy shit. Wie mache ich das denn? Warte mal. Ja, Knochen. Ja, ich packe hier hinten noch ein bisschen was rein. Das geht. Holzbrett. Ja. Wir brauchen echt noch ein größeres Lager. Das ist einfach so. Das, ja. Das Messer können wir noch gebrauchen. Wieso nutze ich eigentlich das Blaue schon? Wenn wir eigentlich... ja. So. Waffen. Wo kann ich Waffen herstellen? Da ist unser Schlafplatz. Kann ich hier... Respawn-Punkt. Also ausruhen. Forschen. Stimmt, da war ja was. Überleben. Angler. Kampf. Anfängerkrieger. Ah ja, da brauchen wir dieses Wissenschaftsblatt, ne? Rekrut. Okay. War das hier? Bogen, Schlagring. Oh, Molotow, geil. Speer, Machete. Benötigt, achso, Forschung Junior Schmied. Ach krass. Knochenhelm. Ach du Kacke, was du dafür alles brauchst.
Machete, Wurfballspeer. Oh, Machete wäre geil. Juniorschmied. Was brauchen wir denn dafür? Wo ist denn der Juniorschmied? Das ist doch bestimmt bei Kampf, oder? Junior Mathematik Klinge. Junior Physiker. Junior Krieger. Lalalala. Überleben, ist der hier? Angler, Junior Baumeister. Wo haben wir ihn denn? Bin ich blind? Ingenieur, Farmer, leitender Schmied. Ah, hier, Junior Schmied. Oh, 50 Forschungsmaterial, das haben wir doch. Moment. Moment. Forschungsmaterial? Und irgendwo hatten wir noch mehr. Da, natürlich, 125. So, 20 Uhr. Ich habe die Uhr ein bisschen im Blick. Juniorschmied. Forschen. Militärstrategie. Ah, okay, das haben wir nicht. Jetzt haben wir Juniorchemiker. Fahrzeugingenieur. Auch geil. Fehlt uns immer noch was. Natürlicher Mensch. Oh, das ist bestimmt für Farmer, ne? Und Gourmet. Das würde ich mal machen. Wie viel haben wir noch? 55 haben wir noch. Können wir auch mal machen, komm. Ingenieur, Absolvent. Machen wir auch mal, komm. Ingenieur, let's go. So, dann können wir nämlich das Ding auch bauen, die Fallenmaschine. So, dann können wir mal gucken, wo wir das alles bauen können. Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend hier nicht, aber wir können jetzt hier Waffen, ne? Ja, Machete, was brauchen wir denn dafür? Haben wir, glaube ich, sogar alles da. Holz bin ich mir nicht sicher. Aber Waffen, wo stellen wir denn Waffen her? Das brauchen wir. Wir brauchen Gummi, glaube ich. Holz. Gummi hatten wir. War das hier? Da. Jetzt muss ich mal eben gucken. Oh, Machete auf jeden Fall. Ich will die haben. Ein Kupferbarren und ein Plastik brauchen wir noch. Haben wir bestimmt nicht, ne? Plastikscheiße und ein Kupferbarren. Kupfererz. Kupferbarren können wir herstellen. Und ein Ast. Moment, das kriegen wir hin. Hallo? Drücke F. Puh, so, warte. Kupferbarren. Machen wir ruhig mal so 3 Stück fertig, dann haben wir ein paar. Wo kann ich denn... Kann ich Plastik auch irgendwo herstellen? Ist jetzt so meine Frage. Ja. Gummi, Harz und Benzin. Oh ja. Haben wir alles da? Alles hat seine Bewandtnis hier. Hallo? Und Harz ist hier oben, ne? Harz aber herzlich. Oh ja, Plastik. 3-mal bitte. Oh, Fallenmaschine. Was brauchen wir denn dafür? Oh, geil. Ich bin so gespannt. So, jetzt erstmal die Machete. Sehr schön. Machete Kills. Die machen wir mal auf die... Warte mal, ich sortiere mir das mal gerade mal ein bisschen um. Wir brauchen eigentlich nur einen Hammer. Eva had a hammer. Aber die... Was fehlt denn? Achso, die Pickaxe fehlt jetzt wieder. So. Gut, der Hammer ist eigentlich erstmal unnütz. Da ist der Hammer. Wieso habe ich 2 da unten drin gehabt? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Essen wäre gut. Könnte ich mal hier vielleicht irgendwas drauflegen. Auf die 8. So, den Rest packe ich wieder rein. 21 Uhr. Ist nicht mal allzu lange, bis es losgeht. Das weg, das weg, das weg. Nee, Gummi kann drüben hin. Knochen können von mir aus auch hier rein. So, das da rein, das, das, das. Wo haben wir denn... Oh, Fleisch haben wir noch gar keinen Platz für, ne? Ich weiß gar nicht. Wir müssen mal irgendwie auch morgen mal nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwo... Das packe ich jetzt hier rein, genau, wieder Forschungsmaterial und Gummi. Dass wir irgendwo einen Ofen irgendwo herkriegen. Ich weiß nicht, wie und wo man einen Ofen levelt. Müssen wir mal gucken. Ich schmeiß das jetzt irgendwie erstmal rein.
Hauptsache, es ist weg und drin. Ist hier noch Platz für den Barren? Ja, nice. So, jetzt haben wir noch die Bretter in der Tasche. Und die Früchte. Die Bretter werde ich jetzt, glaube ich, gerade nicht los. Naja, egal. So, wir können auch farmen. Haben wir ja freigeschaltet. Farmer. Lalalalalalala. Oh, da werden die Kupfer, habe ich gerade gesehen. Warte mal. Da wird der Kupferdraht hergestellt. Mit Kupferbarren. Sehr schön. Dann können wir uns für die Fallenmaschine nämlich auch was aussuchen. Zahnrad können wir auch herstellen. Sehr schön. Erfordert ein Tabellen-Upgrade. Benzin Mist. Lautsprecher Mobilfunkgerät. Ein Tabellen-Upgrade? Was ist denn bitte ein Tabellen-Upgrade? Erfahrener Baumeister, Holzfäller, Steinbruch. Tabellen-Upgrade. Was ist denn bitte ein Tabellen-Upgrade? Zubehör, Sprinter, Boxer, Anfänger, lalalala, erfahrener Taucher. Warte mal, das habe ich, ne? Das muss ich noch, genau. Ich sehe keinen. Sehe ich ein Tabellen-Upgrade? Nee. Leitender Ingenieur. Es wird bestimmt auch sehr spannend hier oben. Leitender Chemiker. Oh, ich hätte gern Waffen. Schrotflinte. Ich guck mal eben im Baumenü. Können wir... Ausrüstungswerkbank, Maschinentisch, Ausrüstungsfertigungstisch. Gibt es denn für Waffen? Ausrüstungswerkbank, Wurfbeil. Zerlegen. Aber wo ist denn hier die Schrotflinte? Wo kann man denn sowas herstellen? Katapultbombe? Okay, Reparatursatz. Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo die Waffen gebaut werden oder ob man die finden muss. Aber man kann ja anscheinend Waffen bauen. Aber nicht hier. Okay. Ja, es wird so langsam, es wird sehr eng hier alles und klein. Ne? Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Ganzen. So, es ist Nacht. Es ist 22 Uhr. 2 Stunden haben wir noch, dann geht's wieder zur Sache. Ich hoffe, wir überleben das diesmal ein bisschen angenehmer. Können wir einen Reparatursatz bauen? Ich würde das Rohr gerne reparieren. Was brauchen wir denn dafür? Plastik und Stoff. So, Stoff können wir herstellen, weil wir, glaube ich, nichts haben. Plastik haben wir. Und Stoff wird durch Blätter hergestellt. So, warte. Machen wir mal so 11 Stück. Dann haben wir ein bisschen was. Und genau. So, dann machen wir mal 2 Reparaturkits. Und dann bringe ich das mal wieder weg. Dann brauchen wir nämlich gar nicht mehr davon. Irgendwie was. So, zack, zack. Und dann würde ich gerne reparieren. Ach, hier kann ich... Moment. Angelrute. Massenköder, okay, handgemacht. Wurfmesser, Pfeil, Fackel. Oder kann ich hier Waffen herstellen? Nee, ne? Was ist das denn? Teile? Kann ich hier was anbauen? Ist ja witzig. Trimmen. Reparieren. Das Rohr. Danke. Dann ist das repariert. Das Messer kann ruhig kaputt gehen. Der Bogen ist auch kaputt. Okay. Handgemacht. Also das können wir alles per Hand herstellen. Pfeile. Ja. Wurfmesser. Ja. Angelrute ist auch lustig. Okay. Haben wir noch ein Reparaturkit. Ist ganz gut. So langsam füllt sich das. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das alles so richtig... vonstatten geht, was wir hier vorhaben. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube zwar nicht dran. Jetzt haben wir die andere Seite natürlich nicht gesichert, ne? Groß. Überhaupt nicht. Das heißt, wenn die hier einbrechen... Oh, haben wir leider nicht die Zeit für gehabt. Ging ganz schön schnell um, ne? Muss ich sagen. Naja. Ziel ändern mit Q. Okay, funktioniert gar nicht.
J.'s Tagebuch, können wir mal reingucken, genau. Lalala, Telefon klingeln, Karte. Da sind wir. Hallo? Genau, da ist die Stadt, glaube ich, wo wir. Oder hier ist das Dirt. Nee, warte mal. Da ist die Lagerhalle, da waren wir, glaube ich, schon so ein bisschen gewesen. Okay. Ja, das wird schön. Ich freue mich. Was können wir währenddessen nochmal eben machen? Bauen Charakterinformationen. Ah ja, wir können leveln, ne? Wir haben mehr Levelpunkte. Wir haben ein Aufmerksamkeit. Geräuschreduzierung, Bewegungsgeschwindigkeit geht nach oben, Schaden geht nach oben, Vitalität. Ausdauer, erfasster Schaden nach unten, Urteil, Heilkraft von Gegenständen, Ausweichrate. Haben wir noch gar nicht. Die Sprungkraft, ich nehme mal, glaube ich, hier oben auf Kraft, gehe ich mal. Spule, Charakterinformation, Informations- und Fähigkeiten, okay. Gut, so ein Stündchen, dann ist es soweit. Ich laufe gerade ein bisschen rum wie Falschgeld, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Stimmt, hinten haben wir ja die Tür zugemauert. Voll gut. Hier werden die niemals durchkommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so toll auch diese Hütte ist, weil sie ja wahrscheinlich gar nicht eingerissen werden kann. Also glaube ich mal, wenn ich da gleich drin sein werde und die eingebrochen sind, hoffe ich mal, dass sie da nicht die Tür einhämmern können. Gehe ich ja immer noch von aus. Ist es doch tatsächlich so, dass diese Hütte einfach für uns zu klein ist. Es ist einfach, ja. Ob die da oben wohl reinkommen könnten? Weil ich habe ja schon so meine Probleme. Die Treppe haben wir ja selber gebaut, ne? Ich komme ja so nicht rein. Ich muss ja so wenden. Und dann kann ich mich hinstellen. Ist natürlich nur eine Falle. Weil wenn die einmal hier drin sind, bin ich am Arsch. Ist so. Naja, gut. Wir müssen es probieren. So, 138 Speere habe ich noch. Vielleicht sollte ich mit den Speeren anfangen, oder? Oder erst mit den Pfeilen? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Noch ist alles ruhig hier in der Nachbarschaft. Ich hoffe doch, dass es nicht so viele sind. Aber schauen wir mal. Es wären wahrscheinlich genauso viele wie beim letzten Mal. Dafür würde ich verwenden. Da wette ich mit. Das ist hundertprozentig ist das so. So, was haben wir denn hier? Wir können ja mal eben einmal durchgucken. Lagerkiste, Sicherheitsaufbewahrungsbox. Ach du Scheiße. Bodenschild? Wir brauchen ein Bodenschild. Ein Fahrradgenerator, das ist ja toll. Kann Strom erzeugen. Ist ja witzig. Brennstoffgenerator. Strom-Windkraftgenerator, krass. Also da wird sich auf jeden Fall schon Gedanken gemacht. Die bräuchte ich. Die wäre richtig cool, die Falle. Die wäre echt nice. Für die ersten und die hier vielleicht. Aber man braucht jedes Mal braucht man die Fallenmaschine, ne? Boah, das heißt, wir brauchen echt viel Holz auch. Wir brauchen Seil, Holz, Nägel, Eisenbarren. Eisenbarren wäre jetzt nicht so das Problem, ne? Schredder auch schön. Kompressor. Fallende Stachelfalle. Die Stacheln fallen herunter, wenn Zombies in den Bereich unter der Falle betreten. Pendel. Stößt Zombies weg. Auch geil. Fleischklopfer. Eine rotierende Schlegelfalle rotiert, wenn sich Zombies nähern. Pusher. Entschiebene Stachelfalle. Schiebt Zombies ab. Auch geil. Könnte man hier so rechts und links stellen, ne? Hier drauf, hier oben. Damit die so reingedrückt werden. Auch geil. Noch ist alles ruhig und friedlich. Schleifer. Ein Drehflügelfalle rotiert sich, wenn Zombies sich nähern. Und ein Plasmaschocker. Erzeugt elektrische Schockwellen um den Schocker. Also um den Schocker herum. Er kann nur verwendet werden, wenn elektrischer Draht durch den Anschluss eine Leistung versorgt wird. Also brauchen wir dafür Strom. Oh ja, das hätte ich gerne. Das hier. Oh ja. Motor brauchen wir dafür auch. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Eine Railgun. Leck mich fett. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tierfalle, Vogelhaus, Falle. Mittelgroße Tierfalle. Fahrzeuge haben wir. Kein Auto, ne? Nur so ein Panzerwagen.
Hanulu-Panzerwagen, Motorrad, Offroad-Motorrad und einmal Cruiser-Motorrad. Und wir haben sogar Wasserboote. Holy shit, das wird dann auch lustig. Oh mein Gott. So, wir stehen kurz vor der Eröffnung der zweiten Welle. Das wird bestimmt ganz toll. Und ich habe kaum Energie, sehe ich gerade. Wir haben keinen Riegel. Das ist kacke. Wir müssen mal gucken, wie wir an Essen drankommen, ne? Gibt es hier einen Tisch zum Kochen? Hier. Ah, Küchentisch. Das brauchen wir bestimmt. Werkbank, Bauernhof, Baumplantage, Kaktusfarm, Angelplatz. Das ist ja witzig.